der Region Hannover. Der Titel sagt es schon. Es geht nur um Donny Zehra. Nun habe ich ja einige Exemplare im Winter geborgen. Und das Exemplar hier hat jetzt die längste Zeit im Gewächshaus gestanden. Es treibt überall aus, auch hier unten in diesem Bereich. Wird immer dichter. Und ich habe draußen bemerkt, ich bin ja so normalerweise kein besonderer Fan davon, als Bonsai oder in Richtung Bonsai zu gestalten. Aber ich habe draußen gemerkt, die städtischen Anlagen, da fangen Blüten an. Das ist ja echt schon der Hammer. Wenn die blühen hat, das werden meine dieses Jahr ganz sicher nicht tun. Wenn sie jetzt erst ausgegraben, dann getopft wurden, dann werden sie ihre Kraft brauchen, um Wurzeln zu machen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Ja, hier ist eigentlich, soweit ich das sehen kann, im Moment gar nichts zu tun. Vielleicht fallen ein paar Blätter ab. Es sind auch ein paar dunkelbraune Blätter, aber dafür gibt es schon wieder frische, grüne, neue Spitzen. Natürlich keine Blütenansätze, aber jede Menge Austrieb. Und da scheint die Art wohl an jedem kleinen Knöpfchen, hier sieht man es, also ich sehe es im Moment gerade, da sitzt hinter jedem Blatt sitzt eine kleine Knospe, die jetzt aufgehen will und die schmeißen dann die Blätter wohl ab. Die sind schon grün und schon angeschwollen etwas. Ja, dann fallen die schwarzen Blätter ab hier und dahinter sitzen schon die Knospen. Gut, aber hier habe ich festgestellt, brauche ich nichts machen. Ich wollte testen, die wäre drahtbar, aber was soll ich hier dran drahten? Da ist nichts, was gedrahtet werden müsste. Also ich, für meine Begriffe nicht. Wenn hier ein Schopf rauskommt, dann möchte ich den gerne behalten. Hier unten darf natürlich auch erstmal wachsen. Die braucht ja jetzt erstmal frische Wurzeln. Hier, so rieselt es dann. Wenn man die alten Blätter abmacht, aber man sieht immer sofort neue Knospen schon. Jo. Die kann jetzt wieder zurück ins Gewächshaus. Naja, Gewächshaus ist gut, die Plane ist runter. Es ist eigentlich nur noch ein Regal. Die Plane habe ich aber griffbereit liegen für den Fall, dass das noch kommt, was ich gelesen habe, nämlich dass wir Anfang April nochmal wieder eine Kältewelle bekommen. Das hoffe ich nicht. Nun gut, die ist eigentlich erstmal alles das, was man sich so wünschen kann. Hierdurch sieht man vielleicht, könnt ihr es erkennen, das ist alles Sphagnummoos. Hierdurch kann man einzelne Wurzelspitzen erkennen, diese kleinen weißen Wurzeln, die ihr auch vom Abmoosen kennt, die sich hier so langsam durchsetzen und darunter ist ja ein Stein. Da bin ich aber gespannt, wann ich den freisetzen kann, wann ich das als Baum auf Stein dann bearbeiten kann. On the Rock. Gut. Wie gesagt, hier sehe ich keine Tätigkeit nötig. Aber ich wollte sie doch mal zeigen, wie schön sie überall austreibt. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf die Blüten im Jahre 2024. Hier ist es nochmal was anderes. Diese Lonicera ist vom Stammansatz her schon deutlich kräftiger. Sie ist querbeet gewachsen, da ist auch noch ein gebrochener Ast drin. Da muss ein bisschen ausgeputzt werden. Ja, einzelne Knospen kann ich erkennen, bei weitem nicht so viel wie bei der vorherigen. Das liegt aber daran, dass dies die letzte ist
von Andreas in seinem Garten in Osnabrück. Und die hat nur draußen gestanden. Die ist nicht im Gewächshaus gewesen. Da sind auch abgestorbene Äste dazwischen. Einfach mal ein bisschen ausputzen, was übrig bleibt. Soll dann, das ist fest. Da sind so Spieren dabei, so dünne, kleine Dinger. Schwache Triebe. Nehmen wir mal raus. Wie gesagt, in der Bonsai-Welt manchmal belächelt, manche schwören drauf. Allerdings habe ich so eine kräftige, also vom Stamm her kräftige, noch nicht gesehen. Da sind Knospen, da muss ich aufpassen. Ein bisschen höher. Ja, ich schneide erstmal Altholz raus. Das wird relativ viel ausmachen. Ich habe jetzt zwischendurch die Kamera nicht angehabt. Deshalb fehlt eine kleine Sequenz. Aber muss auch genau gucken, die kleinen Knospen sind manchmal gut zu übersehen. Ist viel abgebrochen oder gebrochen. Es kristallisiert sich der dickere Stamm schon mal aus. Naja, es reduziert sich ganz schön. Hier haben wir auch so ein, naja, gucken. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was anderes raus. Aus diesem Schenkel hier. Aber so ganz lebendig sieht er nicht mehr aus. Das sehen wir dann ja spätestens im Sommer. Immer mal wieder so ein paar tote Fetzen dazwischen. Aber kriegen wir hin. Da sind Knospen. Ja, das ist abgestorben. Da ist eine Knospe, da ist eine Knospe. Ja, braucht halt ein bisschen länger. Ist ja der letzte Baum aus dem Garten von Andreas damals. Und war nicht im Gewächshaus. Da kommt schon wieder was, da kommt schon wieder. Ja, bleibt abzuwarten. Was haben wir hier? Das sind noch Wurzeln, die hier oben drauf liegen. Die sind ziemlich trocken. Aber nicht weiter schlimm. Die liegen auch nur drauf. Ich glaube, das müsste man mal ausputzen. Richtig ausputzen. Die hat auch tiefer gestanden und daran liegt das auch wohl. So, die braucht also ein bisschen länger zur Umstellung. So ein bisschen altes Holz habe ich rausgeschnitten. Mal gucken. Sind noch mehr Sachen. Aber ich will mal nicht zu viel jetzt rausnehmen, sondern guck mir das an, wie denn später hier sich das Ganze entwickelt. Diese Rinde löst sich ja so in Fetzen ab, in papierähnlichen Fetzen. Ist auch ungewohnt für einen Strauch oder Baum, wie man das auch immer sagen möchte. Auf jeden Fall ist es ein ganz schön dicker Klotz. Mal gucken. Ich bleib dran. So, für mich kommt dann der Osterurlaub, ein Kurzurlaub nur. Ganz kurz mal weg. Ja, und dann sehen wir uns in alter Frische wieder. Wahrscheinlich nach Ostern, vielleicht auch schon früher. So eine private Tour. Nicht irgendwie gebucht oder sowas.
So, also ein Number aber noch. Hier ist auch noch was abgestorben. Überall hängen so ein paar abgeknipste Ästchen dran und sowas. Schauen wir mal. So, einen Unterschied kann ich jetzt bemerken. Die vorherige ist deutlich leichter, der Topf, als dieser hier. Das Substrat ist das gleiche. Die Pflanze hat etwa die gleiche Größe. Aber offenbar hat die nicht so viel Wasser abgekriegt auf dem Balkon. Das werde ich natürlich noch ändern. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie noch ein bisschen verhalten wächst. Jetzt haben wir hier natürlich elendig lange Bewegungen drin, aber eben auch, wie gesagt, Bewegung. Hier auch. Dieser Ast scheint abgestorben zu sein. Den mache ich, glaube ich, ganz weg. Während hier unten ein Büschel austreibt, ja, dann mache ich erstmal den dicken Ast ganz weg. Oder sehe ich da noch irgendwo was anderes sich andeuten? Ich möchte ja, dass sie eigentlich ein bisschen kompakt wächst. Aber es sind keine Knospen. Dieser Ast scheint aufzugehen. Ja, da kann ich die ganze Rinde. Da geht die ganze Rinde in einem Stück ab. Okay. Da kann nichts mehr nach oben fließen. Das ist alles vertrocknet. Bisschen Schwund ist immer, wenn man ausgräbt. Ich werde trotzdem die Wunde hier versorgen, sobald ich die hier abhabe, den Ast. Ah, der ist schon richtig trocken. Ja, vielleicht soll ich da auch die große Konkavzange nehmen. Die Quellkurzange ist, doch, ich hab's, ist im Auto. Und da ist doch noch Saft drin hier, aber nur an der Basis. Danach auch schon nicht mehr. Naja, gut. Das macht wahrscheinlich nicht viel, wenn ich sehe, was hier unten wieder rauskommt. Das wird schnell ersetzt. Dann habe ich hier noch so einen Krüppel, hätte ich fast gesagt. Oder habe ich jetzt auch gesagt. Hä? Und das so nah an den Knospen dran. Mal sehen. Rauskriege ich es. Aber der Schnitt ist nicht so schön sauber. Komme ich da vielleicht doch noch besser dran? Muss gucken. Nee, da würde ich mir ein paar Knospen töten. Da komme ich nicht zwischen. Da brauche ich nämlich was Kräftiges für. Und das Kräftige, was reinpasst, naja, so ein bisschen abnagen kann man. Ein ganz bisschen nageln. Was Kallusbildung angeht und sowas. Das weiß ich hierbei auch noch nicht so richtig. Ich habe eigentlich noch nichts gesehen in den städtischen Anlagen, wo da wirklich Kallus gewachsen ist. Auch auf alten Narben, hier sehe ich nichts so richtig, was darüber besser informieren könnte. Aber es ist überall ein bisschen Altholz dazwischen. Totholz. Kleine Knospen wieder. Soll doch sehr genau gucken, meine Güte. Nehmen wir die ganz langen Triebe etwas zurück. Da, wo ich das letzte Mal geschnitten habe, da gibt es schon zwei neue Triebe. Ja, dann lasse ich es dran. Hier hängt noch was runter. Das ist tot. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das so hinkriege, dass die nächstes Jahr alle blühen. Das heißt, alle will ich gar nicht behalten, aber... Da sind zwei Knospen und danach kommt nichts mehr. Ist also abgestorben. Ja, sieht so aus. Okay. Da ist gar nichts. Nur danach direkt sogar eine neue Knospe. Ja, treibt auch fast überall aus.
ein bisschen Verlust. Wie gesagt, ist ja beim Ausgraben sowieso immer. Sehen wir mal weiter, wie es denn aussieht. Das heißt, jetzt mal eben kurz noch die Wundversorgung tatsächlich noch machen. Da, wo ich bis ins gesunde Holz zurück konnte, ist das, glaube ich, sinnvoller. Bei dem Bäumchen hier sehe ich auch eigentlich ein schönes Nibari, was man gestalten könnte. Hier vorne, ich weiß gar nicht, was könnt ihr sehen? Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen höher einstelle und euch das ein bisschen näher holen kann. Wenn sich da jetzt genügend Wurzeln bilden, dann ist das schon ein kompaktes Nibari und das da oben drauf muss eben aufgebaut werden. Jo, so ist das. Schauen wir mal. Ein paar kleine Pinselstriche. Na, vielleicht muss da selbst auch mal ein bisschen Spiritus rein. Mal gucken, ob wir hier denn mal so eine Art Kallus erleben oder ob die das gar nicht machen. Das habe ich sonst also bei verschiedenen Pflanzen, die draußen stehen in den Gartenanlagen der Stadt, auch nicht gesehen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wie gesagt, diese Seite und das, was oben vielleicht noch an Zuwachs kommt und vielleicht auch dann alles reduziert, das könnte schon was werden. Warten wir es ab, schauen wir, was sich so ergibt. Ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.